Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute testen wir etwas aus und zwar die neue Uns Eye Palette und ich freue mich mega drauf. Zudem habe ich noch einen Blush gekauft davon. Die beiden Sachen werden wir austesten, deswegen bin ich auch noch so unfertig geschminkt. Ich mache zwei Looks, jeweils einen auf einem Auge will ich das diesmal machen. Und natürlich swatchen wir diese Palette und können wir mal bitte über dieses Design sprechen. Für mich persönlich ist das schönste Design, was sie bis jetzt hatten. Ich liebe sie. Das ist die Eternal Twilight Palette und ich finde sie wunderschön. Also wirklich ein Traum von außen. Ich zeige euch das einmal. Hat natürlich einen Spiegel und das sind die Farben. Hier einmal die helle Seite und hier einmal diese schattendunkle Seite. Richtig, richtig cool. Ich meine, klar, man hätte vielleicht auch zwei Paletten draus machen können. Hätte ich auch schön gefunden, aber mich stört es auch nicht, dass es jetzt mal so eine große Palette ist. Ich bin richtig hyped. Ich muss sagen, für mich ist es vom Äußerlichen und ja auch was die Shades halt angeht, die schönste Palette, die die bis jetzt rausgebracht haben. Für mich höchstpersönlich. Ich bin total froh, dass wir die jetzt endlich testen. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal mit den Swatches an. Ich fange mal bei der hellen Seite an. Hier seht ihr die ersten Farben. Der Ton ist natürlich richtig schön. Die sehen sehr, sehr schön aus. Und ich fange mal hier oben. Wow. Da seht ihr die ersten vier Farben und der da oben ist wirklich toll. Hier habt ihr die nächsten Farben. Das hier ist dieser flaky Ton, der so verschiedene Farbtöne drin hat. Und auch hier die Schimmer, auch das Rosa und das Orange finde ich richtig, richtig schön. Wow. Seht ihr das? Die Duochrome, seht ihr, hier ist es pink und lila. Und hier geht es so richtig in das Grün rein, der eine Ton. Richtig, richtig schön. Ich bin jetzt schon glücklich. Das ist jetzt die letzte Reihe von der hellen Seite. Auch wunderschön. Wow, das Orange. Ah, der hier hat sich gerade ein bisschen schlechter swatchen lassen. Aber das heißt ja noch nicht unbedingt was. Die erste dunkle Reihe. Dieser Ton ist toll, alle sind toll. Dieses Grün, wow. Ich bin so begeistert von dieser Palette. Oh, das Grün, wow. Ist das heftig. Die nächste Reihe, das hier ist dieser flaky Ton wieder an der dunklen Seite. Hier das Silber, wow. Tut mir leid, ich bin voll begeistert, ihr hört's. Oh, hübsch. Und auch hier kommen wir zu der letzten Reihe bei den dunklen Tönen. Die sieht einmal so aus. So, ich zeige euch das nochmal. So sehen die gesamten Töne darin aus. Das ist die komplette Farbrange und ich finde, damit kann man wirklich viel machen. Man kann Alltagslooks machen, also so sieht es für mich erstmal aus. Man kann coole Smoky-Looks machen, das bietet wirklich richtig, richtig viel, diese Palette. Und ich freue mich mega auf die Looks, die wir jetzt schminken. So, wir fangen jetzt mit dem ersten Look an und da würde ich jetzt die helle Seite als erstes nehmen und da gehe ich, denke ich, so ein bisschen in die Orange-Richtung, passend zum Outfit. Genau, ich fange einfach mal an, dann fange ich auch direkt mit dem orangen Ton Afterglow ein. Gehe ich in den Pinsel, klopfe den auch einmal ein bisschen ab und gebe den in meiner Crease auf. Und wie man es auch von Odin's Eye kennt, tolle Qualität, tolles Orange. Ich liebe Orange auf den Augen. Ich glaube, das sage ich fast immer, wenn ich hier sitze und irgendeinen Ton benutze, sage ich immer, oh, ich liebe das und das. Ich weiß noch, gerade habe ich was geschnitten, wo ich das über Grün sage.
Ich liebe einfach Farben. Ich kann es nicht anders sagen. Das würde ich aber, glaube ich, nie über einen Braunton sagen. Ich würde nicht sagen, oh, ich liebe Braun auf den Augen. Ist ganz nett, aber... Ja, nee, aber Orange ist schon wirklich einer meiner Favorites, genauso wie Gelb. Richtig, richtig schön. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen jetzt das Auge auch noch mitschminke. So aus Gewohnheit halt einfach. So sieht das aus. Ich finde es ziemlich schön. Das Ganze blende ich jetzt einmal mit dem Ton Daylight aus. Das passt, denke ich, ganz gut, weil die Farben sich schon ähnlicher sind. Aber der ist ein bisschen dezenter. Und das gebe ich einfach ein bisschen oben drüber. Das ist so ein bisschen mehr peachiger, nicht orange. Aber wirklich, ich gehe da nur ganz leicht mit dem Pinsel nur rein, um es ein bisschen auszublenden. Den kann man sicherlich noch doller aufbringen und pigmentieren, also pigmentierter auftragen. Aber so zum Ausblenden ist das wirklich ganz gut. Unter den Auge gehe ich jetzt mit Warmness. Das ist dieser pinke Ton. Ich liebe übrigens ja die Kombi Orange und Pink. Das ist für mich, man mag immer denken, oh, passt nicht zusammen, aber ich finde, das harmoniert so gut. Genau, das trage ich jetzt einfach hier unter dem Auge auf. Das ist total cool, oder? Und auch hier ist die Pigmentierung mega. Finde ich sehr, sehr schön. Dann gebe ich Splend unten am äußeren Augenwinkel noch auf. Also am äußeren Wimpernkranz hier. Dass ich so einen kleinen Farbverlauf habe, aber wirklich nur leicht. Hier in den Außenwinkel gebe ich dann noch Final auf. Das ist hier der dunkelbraune Ton. Weil ich das gerne ein bisschen verdunkeln würde, auch den klopfe ich gut ab und gebe das halt wirklich nur hier außen auf und blende es ein ganz bisschen nach innen. Jetzt wird es Zeit für einen Glitterton und ich bin gerade am Überlegen, ich wollte eigentlich diesen geswirlten hier nehmen, aber ich glaube, dieser Rosa, der würde jetzt besser passen und ich glaube, das mache ich auch. Oder Orange. Aber Leute, ich bin mir unsicher. Vielleicht gehe ich hier Orange außen und gehe nach innen mit Rosa. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere mir ein paar mehr Farben aus. Ich nehme mal, wie gesagt, das Orange und gebe das hier ein bisschen außen bis Mitte auf. So. Dann finden wir nämlich das Orange einmal wieder. Und dann würde ich mit dem Rosanen nach innen gehen. Es wird gerade sehr wild hier auf meinem Auge, merke ich gerade. ich verblende das einmal ganz leicht ineinander. Und ganz innen würde ich mit Illusion reingehen. Das ist dieser ganz helle Ton. Da versuche ich das mit dem Pinsel aufzutragen und gebe mir das hier wirklich nur in meinen Innenwinkel rein. So. So sieht es bisher aus. Ich blende gerade noch mal ein bisschen. So, ich glaube, ich würde den Look jetzt erstmal so lassen. Wir schminken den danach zu Ende, aber jetzt widmen wir uns erstmal dem Auge. Und da gehen wir mit den dunklen Farben hin und ich muss gerade erstmal überlegen, was wir überhaupt machen. Ich schwanke gerade zwischen dem Ton, der so leicht ins Lilane geht, oder an diesen grauen Ton. Aber ich glaube, der ist interessant und ich glaube auch, dass den mehr Leute interessant finden, oder? Ich nehme den jetzt. Das ist die Farbe Escape. Gehe ich schön mit dem Pinsel rein und trage das auf. Das ist halt wirklich so ein sehr, sehr dunkles lila Flieder. Mit einem Grau-Einschlag auf jeden Fall drin. Finde ich aber sehr, sehr schön. Habe ich so tatsächlich auch noch gar nicht in der Sammlung. Am unteren Augenwinkel trage ich dann mal diesen bläulichen Türkiston. Ah ja, aber irgendwie auch grün. Das ist so voll die Mischung, finde ich.
Ashy, den trage ich unten auf. Die haben halt wirklich alle so einen wirklichen Grau-Einschlag drin. Finde ich aber wirklich mit diesem Lila-Ton in Kombi sehr, sehr schön. Doch, gefällt mir sehr gut. Als nächstes gehe ich in diesen Ton hier rein. Und das werde ich außen auftragen. Man könnte natürlich noch dunkler gehen, möchte ich aber gar nicht, gerade bei diesem Look. Das wird für mich jetzt hier der dunkelste Ton, mit dem ich schattiere. Und auch der ist wunderschön. Schimmertöne werde ich den hier und den hier verwenden. Ich glaube Void, das ist der. Den gebe ich. Warte, ich gucke mir gerade mal beide auf den Finger an. Den finde ich besser eigentlich für den Innenwinkel. Das heißt, den gebe ich aufs Lid auf. Der ist sehr flockig, das muss man mögen. Ich persönlich mag flockige Shades tatsächlich ganz gerne. Also ich habe kein Problem damit zu arbeiten. Man muss halt nur wissen, wie man damit arbeitet, finde ich. Und dann geht das ganz gut. Es ist halt auch immer besser, da mit dem Finger zu arbeiten. Und den anderen gebe ich, wie gesagt, jetzt so nach innen. So. Und tatsächlich würde ich die Looks jetzt erstmal so lassen. Ich finde die sehr schön. Ich hätte so gerne noch dieses Grün, diesen grünen Schimmer benutzt. Aber, oder geben wir den noch hier unten auf? Ja, komm. Leute, es ist nur ein Testvideo. Ich würde es jetzt eigentlich so lassen. Aber, komm, was soll's. Ich gehe in den grünen Schimmerton rein und trage den nochmal hier. Wow. Ich habe den jetzt nur mal drüber gegeben, um... Also einfach um den zu zeigen, und der ist hier so gut pigmentiert und man sieht den so toll. Richtig, richtig schön. Ich mache das jetzt auf der anderen Seite einmal ähnlich, weil es mich jetzt einfach interessiert. Da nehme ich diesen gefleckten Ton, der ja auch so ins Grün oder Lila-Pink geht. Da mache ich das einmal genauso, einfach nur aus Interesse gerade. Da sieht man jetzt nicht so einen krassen Effekt. Also ich sehe es in der Kamera, im Spiegel. Aber der war heftig. Also der Grünton, Hammer. Damit muss ich auf jeden Fall meinen kompletten Look schwenken. Aber soweit, so gut. Ich schminke mich kurz fertig und dann sehen wir uns wieder. So, ich hole euch einmal ein bisschen näher ran. Wir müssen uns jetzt nämlich, bevor wir uns das von nahen angucken, aber noch dem Blush widmen, den ich mir gekauft habe. Es gibt in dieser Kollektion 3 Highlighter, wenn es mich nicht täuscht, und 3 Blushes. Ein Schimmerblush und 2 Matte. Ich habe mir einen der Matten ausgesucht. Highlighter bin ich von uns allen nicht so der Freund von, weil die sehr glitzerig sind. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Und es sind auch selten irgendwie subtile Highlighter. Muss es bei mir auch nicht immer sein, aber ich muss mir keinen neuen sonst kaufen. Wir gucken uns einmal die Verpackung an. Die sieht, ihr seht die Kamera da drin, die sieht so aus. Die gehören zu der Shadow-Seite, die Highlighter halt zu der Light-Seite. Und auch hier Tortless Packaging. Ich habe die Farbe S102 Luminous Heat gewählt. Zeige ich euch, da ist ein Spiegel drin und so sieht die Farbe aus. Schön knallig. Ich meine, die waren alle recht knallig und poppig. Ja, ich gehe jetzt einfach mal mit dem Pinsel rein. Wobei, wartet, ich swatch euch den einmal mit dem Finger. Das ist die Farbe. Ich finde sie sehr, sehr schön. Sieht gut aus. Können Blush sein, den ich häufig verwende. Ich habe tatsächlich sowas noch nie von uns Eye gehabt. Das Einzige, was ich von denen habe, sind halt wirklich Paletten. Deswegen bin ich sehr gespannt jetzt da drauf. Ich gehe mal mit diesem Real Techniques Pinsel rein. Gehe aber, klopfe das schön ab. Weil ich halt noch nicht weiß, was mich genau erwartet. Und dann trage ich das mal hier ganz mit leichter Hand auf. Und ihr seht, da kommt schon gut was drauf. Aber... ich gehe wirklich mit leichter Hand rein und trotzdem ist es schon gut pigmentiert, würde ich behaupten.
So sieht das Ganze jetzt aus. Ich verblende das immer noch ganz gerne mit meinem Puderpinsel, weil mir das so ein bisschen too much ist, muss ich sagen. Mache ich aber fast immer noch mal mit dem Puderpinsel, einfach um es ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen und es ein bisschen zu verblenden. Dieser Blush ist auf jeden Fall sehr gut pigmentiert. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt was für Anfänger, weil man sich sehr leicht overblushen kann. Aber wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung damit habt, ist es jetzt auch nicht super schwierig zu handeln, das jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, Leute, die überhaupt keine Erfahrung haben, können sich da sehr leicht overblushen. Das sei nun mal dazu gesagt, weil ihr seht, ich habe es vorsichtig aufgetragen und es ist wirklich schon sehr viel. Ich fühle mich schon ein bisschen wie ein kleiner Clown, aber genau. Weil ich finde immer, bei einem Blush muss es halt auch nicht so krass pigmentiert sein. Man kann das lieber ein bisschen aufbauen, weil es letztendlich einfacher ist und weniger Arbeit macht. So, ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Highlighter aufgetragen. Kein besonderer, nicht aus dieser Kollektion. Nur dann, damit es wirklich fertig aussieht, habe nochmal Fixing Spray benutzt. Und jetzt gucken wir uns das Ergebnis einmal an. Ich hole euch einmal ran. Das ist jetzt die helle Seite, die Lichtseite. Und ich mag das einfach. Das sind einfach meine Farben. Ich liebe Pink, Rosa und Orange. Gerade in Kombi finde ich sehr, sehr schön. Ist einfach ein freundlicher Alltagslook. Gut für, also eigentlich immer tragbar. Sommer, Frühling, Herbst, vielleicht nicht ganz Winter, wenn ihr darauf achtet. Aber ich trage es halt sowieso, wann ich möchte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Look ist supi. Ich finde, das Blush konnte man auch gut einarbeiten. Mag ich auch sehr gerne. Und jetzt gucken wir uns die andere Seite an, die dunkle Seite. Auch die gefällt mir mega, mega gut und vor allem dieser Grünton. Also ihr habt es gesehen in Anwendung und auch der hier auf dem Lid. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, an sich mag ich das Farbschema lieber, würde ich behaupten. Aber das catcht mich mehr. Da haben mich die einzelnen Farben, die ich benutzt habe, dann doch ein bisschen mehr überrascht. Und sehen einfach mega gut aus. Ich hoffe, es kommt auch gut in der Kamera rüber. Also hier live, wenn ich mich jetzt so im Spiegel sehe, ist dieser Ton auf dem Lid und auch wie gesagt hier der grüne. Wow, also wirklich mega gut. Ich freue mich noch viel, viel mehr mit dieser Palette zu schminken. Ich bin absolut begeistert. Ich kann bis jetzt tatsächlich wirklich sagen, dass das für mich der bisher beste Launch von denen ist. Also bin ich ehrlich, ich mag das Packaging, ich mag die Produkte, die rausgekommen sind. Ich finde das Farbschema super, es ist eine große Palette. Ich bin absolut begeistert und kann euch die Palette nur ans Herz legen. Ihr müsst halt einfach wissen, dass manche Töne ein bisschen flockiger sind. Aber ich finde auch da ist es nicht schwer damit umzugehen. Man muss es halt vielleicht üben, wenn man das nicht gewohnt ist. Genau, aber das ist der Look. Ich mag die Palette und bin sehr froh, sie jetzt in meiner Sammlung zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!